Was mir besonders wichtig ist, ist, dass auf der einen Seite die Menschen, die arbeiten, dass deren Fleiß tatsächlich sich lohnt. Deswegen ist in meinem Österreich-Plan enthalten, dass wir alle Überstunden streichen, also alle Überstundenbesteuerungen streichen. Da geht es um die Steuer auf Überstunden. Und dass die Menschen tatsächlich mehr netto dann tatsächlich auch von der geleisteten Arbeit haben. Es geht darum, dass wir Menschen, die in Teilzeit sind und keine Betreuungspflichten haben, also keine Kinderbetreuungspflichten oder keine Pflegeverpflichtungen haben, dass die in der Lage sind und motiviert werden, in Vollzeit zu arbeiten durch den Vollzeitbonus, also durch einen finanziellen Anreiz. Und genauso, dass sich auch das Längerarbeiten lohnt, denn wir hören sehr oft die Klage von Menschen, die sagen, nein, ich fühle mich noch fit genug, mein Arbeitgeber will auch haben, dass ich bleibe, aber wenn ich mein gesetzliches Pensionsantrittsalter erreicht habe, dann lohnt es sich nicht für mich, das zu tun. Also da müssen wir hinein, wir müssen den Fleiß der Menschen belohnen, wir müssen wieder sichtbar machen, dass die Fleißigen in unserem Land diejenigen sind, die dieses schöne Land, in dem wir leben, tatsächlich ermöglichen.